Man kann sich, glaube ich, schon denken, was das denn für eine Rune ist, mit der wir hier gerade ankommen. Folgt mir. Was für eine besondere Held sich darin verbirgt, nachdem Rohan sucht. Und dann ist das hier der Prolog auch gleich vorbei. Ich war mir unsicher, ob ich es zeigen soll. Aber es erklärt sehr gut das Spiel und auch daran lässt sich alles sehr gut erklären, was ja nicht unbedingt ganz klar sein muss. Bei Zarachs verfluchten Augen, die Rune! Du hast es geschafft! Auch wenn ich den Anblick eines Runenkriegers nur schwer ertrage, niemand sonst hätte das je vollbringen können. Meister Rohan wird erleichtert sein. Ja, er freut sich nicht unbedingt über... Für das Lösen der Queste haben sie zusätzliche Erfahrungspunkte erhalten und ihr Avatar ist eine Stufe aufgestiegen. Junge, du bist ein Mann. Aber echt. Mit jeder neuen Stufe verfügt ihr Avatar über mehr Lebenspunkte und Mana-Reserven. Außerdem erhalten sie Fähigkeitspunkte und Attributspunkte, mit denen sie ihren Avatar weiter verbessern können. Öffnen Sie das Inventar und gehen Sie in die Rubrik Charakterinformation. Genau, so. Also das Inventar ist wählen Sie zentrale im Menü Fenster für Ihren Avatar aus, den falls Avatar. Nicht bereits aktiv. Links im Fenster sehen Sie die Fähigkeiten Ihres Avatars und in der Mitte die Attribute. Und die können wir verteilen jetzt eigentlich so verteilen, Sie die wie neuen wir Attributspunkte, möchten. Zum Beispiel auf Stärke oder Weisheit. Klicken Sie dazu im Fenster auf die kleinen Pfeile direkt neben den Zahlenwerten der Attribute. Sie ist halt Magierin, deswegen hauptsächlich auf die unteren drei. Die einzelnen Attribute stehen für die Eigenschaften einer Figur. Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einem Attribut schweben, erklärt das Hilfefenster die Bedeutung der einzelnen Werte. Verteilen Sie nun die neuen Fähigkeitspunkte. Klicken Sie auf Neue Fähigkeit und wählen Sie rechts im Fenster die leichte Kriegskunst aus. Verteilen Sie den zweiten Punkt beliebig durch einen Klick auf einen der kleinen Pfeile neben den Fähigkeiten. So, also wir wurden gezwungen, leichte Kriegskunst zu nehmen. Und wir könnten jetzt nochmal eine neue Fähigkeit hier erlernen. Noch was anderes. Oder hier jetzt etwas erhöhen. Man muss also die Hauptschule, nenne ich es jetzt mal, wie Weiße Magie, auf ein Level bringen und dann kann sowas wie Leben, Feuer oder hier die Stichwaffen nachziehen. Eigentlich wäre Fernkampf viel, viel, viel sinnvoller gewesen. Rüstungen bringen nichts dabei. Kleine Schlagwaffen. Das ist eine blödsinnige Wahl. Wirklich. Einen zweiten Punkt belegt. Okay, nehmen wir dafür keine neue, sondern erhöhen Weißmagie. Sie haben durch Ihre besseren Fähigkeiten in der leichten Kriegskunst nun eine zusätzliche Kampffähigkeit erhalten. Und zwar Berserk. Sie finden diese Nahkampffähigkeit in Ihrem Zauberbuch. Übertragen Sie Berserk in das Zaubergedächtnis. So, Berserk ist recht praktisch. Schließen Sie nun Ihr Inventar. Um kurz mal den Schaden zu erhöhen. Kampffähigkeiten und einige Zaubersprüche werden nicht auf ein Ziel ausgelöst, sondern wirken nur auf den auslösenden Charakter selbst. Lösen Sie Berserk testweise aus, indem Sie Ihre Figur selektieren und das Symbol unten in der Aktionsleiste oder oben links unter dem Porträt anklicken. Jo. Jetzt sieht man noch, wie lange das Wenn etwa Sie hält. Berserk auslösen, verursacht Ihr Avatar für kurze Zeit sehr hohen Kampfschaden.
Dies kann in einer Notsituation sehr hilfreich sein. Allerdings können Sie ihn erst nach einigen Minuten erneut einsetzen. Es gibt jetzt leider keinen Cooldown-Timer. Was natürlich recht praktisch gewesen wäre. Man muss also sich mehr oder weniger merken, wie lange das jetzt es dauert. Es wird langsam Zeit für mich aufzubrechen. Es war gut, wieder an deiner Seite zu kämpfen. Komm, ich begleite dich zum Portal. Okay. Gut, es gibt eine kleine Zwischensequenz. Oh. Cerbos Gnade! Hört das denn nie auf? Das wird interessant. Nö. Sollte kein Problem sein. Ruhen! Einen Augenblick später und wir wären verloren gewesen. Ja, ja. Magier machen schon Spaß in Spellforce. So ist ja nicht. Habt ihr die Rune? Tahira hat sie aus den Ruinen geholt. Hier ist sie. Tahira, ich danke dir. Du hast euch gut gedient. Ich verstehe deinen Zorn. Glaub mir, das war es wert. Diese Rune ist der Schlüssel zu unserer Zukunft und Vergangenheit. Doch nun will ich dich nicht länger behelligen. Lebe in Frieden, Tahira. Wir werden uns nicht wiedersehen. Leb wohl, Tahira. So, und Joshua, haut ab. Denn der kann sich nicht so fix wegteleportieren wie Ruhn. Es war, glaube ich, offensichtlich, dass Ruhn der Typ aus dem Intro ist. Mit einem magischen Portal können Sie diese Karte nun verlassen. Ah, ja. Oder folgen Sie dem Weg nach Süden. Dort warten weitere Gegner zum Experimentieren auf Sie. Sowie einige nützliche Hinweise, die Sie für die ersten Karten aber nicht unbedingt benötigen. Wenn Sie werde ich jetzt die noch anzeigen, dann können Sie jederzeit den aktuellen Spielstand speichern. Mir nach. Okay, wir haben einen großen Trupp. Gehen Sie zum Portal, um die Karte zu verlassen. Oder folgen Sie dem Weg nach Süden, um weitere nützliche Hinweise zu erhalten. Ja, wir haben es gehört. Mir nach. Für den Orden. Wir klöppeln uns hier mal ganz fix immer durch. Wenn Sie eine Statue erreichen, erhalten Sie einige Tipps und Hinweise aus verschiedenen Bereichen des Spiels. Für die Freiheit! Okay. Hören wir uns die mal an. Die Linien müssen halten! Das ist ein halbes Jahrzehnt her. Vorwärts! Wenn es 2003 rauskam, fast ein Jahrzehnt her, dass ich Spellforce gespielt habe. Das ist ein Hinterhalt! Sind auf Feinde geschossen! Die Linien müssen halten! Hier ist mal eben ein Level aufgestiegen. Bleib standhaft! Mir nach! Bleib standhaft! Für den Orden! Und Jäger, ich hasse Jäger, weil die einfach weiterrennen und abgeschlachtet werden in ihrer Jagd. Und er ist immer noch bei dem Händler bei. Der sich schneller regeneriert. Mir nach. So, hier haben wir eine Statue. Da soll uns was zu gesagt werden. Sind auf Feinde gestoßen. Für eine bessere Übersicht ist die Blickrichtung in isometrischer Perspektive automatisch nach Norden ausgerichtet. Mir nach. Mit den Tasten Entfernen und Ende können Sie den Bildausschnitt rotieren.
Dies können Sie auch machen, indem Sie beide Maustasten gedrückt halten und die Maus nach links oder rechts bewegen. Sofort! Okay, Entfernen und Ende sind sehr schlechte Tasten dafür. Rotiert der Bildausschnitt automatisch wieder in die Ausgangsposition, wenn Sie die Tasten bzw. die Maustasten loslassen. Diese Funktion kann in den Optionen auch deaktiviert werden. Mit der Taste Position 1 wird der Bildausschnitt wieder nach Norden ausgerichtet. Gut. Sofort. Hören wir uns das nächste an. Für die Freiheit! Und los! Na, manche Charaktere haben Vorwärts. Dialoge und Aufträge, welche die Hauptquest betreffen. Schnell. Andere Charaktere sind Sofort. Nur für sogenannte Nebenquesten wichtig. In die Schlacht! Sie erkennen die Charaktere für die Hauptquest an dem großen Ausrufezeichen-Symbol über dem Kopf dieser Charaktere. Mit diesen Charakteren müssen Sie reden, um die Hauptquest Schnell. Erfolgreich zu lösen. In die Schlacht! Sind auf Feinde gestoßen! Mir nach! Die Und sogenannten los. Nebenquesten Folgt sind mir. Optional. Sie müssen sie nicht Kämpf, absolvieren, Männer. Aber sie bieten Ihnen zahlreiche Vorteile und Abenteuer. Bleibt standhaft! Ja. Sofort. Es lohnt sich immer. Die Gegenstände, Schnell. Die Erfahrung. Sollte man nicht verachten. Neben dem Inventarsymbol unten rechts befindet sich ein Formationssymbol. Wenn Sie mehrere Einheiten selektieren, Schnell. Können Sie eine Formation bilden, indem Sie das Formationssymbol anklicken. Die Einheiten bilden dann eine Formation, so wie sie momentan angeordnet sind. Bringt euch in Sicherheit! Wahrscheinlich werden Sie aber Sofort. Die komfortable Funktion für Standardformationen bevorzugen. Und los! Sobald Sie eine Formation gebildet haben, erscheinen drei weitere Symbole für die drei Standardformationen. Kreis, Halbkreis und Reihenformation. Schnell! Rein. Die Rohstoffe in Spellforce regenerieren sich mit der Zeit. Es kann daher durchaus sinnvoll sein, an Stimmt. einer erschöpften Aria-Quelle oder an einem abgebauten Erzvorkommen einen oder zwei Handwerker zu belassen. Für den Orden! Okay, es hat sich schon mal gelohnt, dass ich mal Und kurz los. Vorbeigehe. Ja, man braucht dann, wenn der Platz da ist, kann man das da lassen. Und einen Arbeiter dran behalten. Schnell! Vorsicht! Sie sind hier! Runenkrieger, zu mir! Schnell! In die Schlacht! Vorsicht, Gegner! Vorwärts! Kämpft, Männer! Bleibt standhaft! Die mächtigste Kampfeinheit, die Sie beherrschen können, sind die Titanen. Jede Aufbaurasse verfügt über einen eigenen Titan. Vorsicht, Sie sind hier! Es sind sehr nette Einheiten, die wirklich Schaden machen. Müssen Sie zunächst das große Haupthaus der entsprechenden Rasse errichten. Sie können von einer Rasse nur einen Titan gleichzeitig haben. Und los! Und er kostet verdammt viele Rohstoffe. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sofort! Und er ist auch. Er unterstützt Für die Freiheit. Gut Sind eine Armee, aber ein Titan halten. Schicken wir jetzt auch nicht alleine los. Sind auf Feinde gestoßen. Ist dafür sicherlich nicht geeignet. Und los! Folgt mir! Vorwärts! Folgt Außer mir. Mit Menschen können sie auf der hellen Seite auch mit Elfen und Zwergen Städte errichten. Auf der dunklen Seite stehen ihnen Orks, Trolle und Dunkelelfen zur Verfügung. Runenkrieger, Sie schlagen mir. Zu! In Spellforce können Sie oft mit mehreren Rassen mir gleichzeitig nach. Eine Stadt errichten. In die Schlacht! Wenn Sie sich für eine helle und eine dunkle Rasse gleichzeitig entscheiden, Vorsicht, Sie sind müssen hier. Sie darauf achten, dass sich die Armeen nicht begegnen. Oh! Sofort! Das die war mir auch nicht bekannt. Die Rohstoffvorräte der dunklen und der hellen Rassen Sofort. Sind getrennt. Untereinander teilen die hellen Schnell. Rassen ihre Rohstoffe, ebenso Und die los. Dunklen Rassen. Mir nach!
Okay, sind spätere Hinweise, aber diese Statue. Bei dem normalen Gehe-zu-Kommando werden Feinde unterwegs ignoriert. Schnell. Ihre Einheiten verteidigen sich erst am Zielort. Mir nach. Sie können die Steuerung-Taste gedrückt halten und eigenen Einheiten das Gehe-zu-Kommando mit der rechten Maustaste geben. Folgt In diesem Fall werden Feinde auf dem Weg angegriffen. Schnell! Sofort! Okay, das probieren wir gleich mal aus. Vorwärts. Denn nach sowas habe ich gesucht. Mir fehlte so A, um anderes Befehl zu geben. Gestoßen. Vorwärts! Vorsicht! Gegner! Sie schlagen zu! Folgt mir! Standhalten, Männer! Und los! Vorsicht! Gegner! Verstärkt die Verteidigung! Das ist ein Hinterhalt! Sofort! So, ich lerne hier tatsächlich noch was. Sie können bereits verwendete Pläne von Gebäuden und Einheiten sowie Zaubersprüche in Ihrem Zauberbuch und auch gelernte Zaubersprüche im Zaubergedächtnis zu einem beliebigen Zeitpunkt umsortieren. Schnell! Ist recht praktisch, weil... Dazu öffnen Sie Ihr Inventar und klicken zum Beispiel erst einen Zauberspruch an und dann den zweiten. Da die Gebäude und Zaubersprüche in der Aktionsleiste in der gleichen Reihenfolge angezeigt werden, kann dies für Ihre Übersicht nützlich sein. Exakt, was ich sagen wollte. Also es lohnt sich, hier nach der Mine vielleicht gleich die Schmelze hinzupacken, als dann hier hinter erstmal zu suchen. Da werde ich sicherlich noch schnell ein brauchbares System entwickeln. Nee. Wenn Sie die Alt-Taste gedrückt halten und eigenen Einheiten ein Gehe-zu-Kommando mit der rechten Maustaste geben, dann patrouillieren Ihre Einheiten zwischen dem aktuellen Standort und dem Zielort. Erwarte euer Kommando. Wenn Sie mehrere Punkte angeben, dann werden diese nacheinander vorwärts und rückwärts abgelaufen, wobei dann der aktuelle Standort nicht mehr berücksichtigt wird. Einsatzbereit! Auf einer Patrouille greifen Ihre Einheiten jeden Feind in Sichtweite an. Okay, wenn Sie so. Die Shift-Taste gedrückt halten und eigenen Einheiten ein Gehe-zu-Kommando mit der rechten Maustaste geben, dann können Sie Wegpunkte festlegen, die nacheinander abgelaufen werden sollen. Das ist etwas ganz Klassisches. Schnell. Am letzten Wegpunkt bleiben die Einheiten stehen. Mit dieser Methode können Sie eigene Einheiten um ein feindliches Lager herumschicken, ohne ständig neue Richtungsangaben geben zu müssen. Vorwärts! Folgt mir! Wenn Sie die Steuerung-Taste gedrückt halten und eine Einheit selektieren, dann werden alle anderen Einheiten dieses Typs in der Umgebung ebenso selektiert. Mir nach. Ja. Vorwärts! So ganz diese Funktion das kann auch mit den Porträt-Buttons des Avatars, der Helden oder der Gruppen verwendet werden. Schnell! In die Schlacht! Wenn Sie die Shift-Taste gedrückt halten und eine oder mehrere Einheiten selektieren, dann werden diese Einheiten der aktuellen Selektion hinzugefügt oder von ihr entfernt. Kämpft, Männer! Als der Shift. Diese Funktion kann auch mit den Porträt-Buttons des Avatars, der Helden oder der Gruppen verwendet werden. Vorwärts! So, sofort. Mit der Steuerung. Schnell! Wir sind aber gleich da und hier hinten ist auch ein Portal. Also wir müssen nicht nochmal wieder zurücklaufen. Was sehr praktisch ist. Folgt mir! Vorwärts! Sofort! Standhalten, Männer! Feindkontakt! So, bisschen hier noch durchklüppeln. Bald Vorsicht, ist Ruhe. Gegner. Und der Prolog auch vorbei. Dauerte wirklich doch ein bisschen länger, als ich dachte. Aus Belfast ist jetzt auch kein schnelles Spiel. Vorsicht! Nicht. Sie sind hier! Die Linien müssen halten!
kann schon mal hier hinten hin. Hoffentlich aktiviert sich dann sofort sind die auf Feinde gestoßen. Die Statue. Dementsprechender Hinweis. Wenn Sie mehrere Einheiten selektiert haben, können Sie unten links im Selektionsfenster einzelne Einheiten bzw. Einheitentypen anklicken und sie damit doppelt selektieren. Und los! Folgt mir! Wenn Sie jetzt weitere Kommandos geben, zum Beispiel die Einheit an einen anderen Ort schicken, dann gilt dieses Kommando nur für die doppelt selektierten Einheiten. Diese Methode ist sehr komfortabel, um zum Beispiel bestimmte Einheiten aus dem Kampf zu ziehen oder mit Klick und Falt sehr schnell gezielt verwundete Einheiten zu heilen. Unterwegs. Zack, sind auf Feinde gestoßen. Also Steuerungssystem von Spellforce. In der Aktionsleiste befindet sich auch ein Monumentsymbol. Wenn Sie es mit der linken Maustaste anklicken, können Sie sehr schnell und ohne den Ort zu wechseln Ihre Monumente nacheinander selektieren und neue Einheiten produzieren. Also von der Steuerung her ist Spellforce schon sehr komfortabel. Wenn Sie das Monumentsymbol mit der rechten Maustaste anklicken, dann werden die Monumente nacheinander fokussiert. Das heißt, der sichtbare Bildausschnitt bewegt sich zu dem Monument. Jawohl. Vorsicht, Sie sind Einige Gebäude können Sie bereits bei Spielstart errichten. Andere benötigen vorher das kleine, mittlere oder das große Haupthaus. Sie finden entsprechende Hinweise jeweils im Hilfefenster. Mir nach! Genau, was ich schon erwähnt hatte. Einheiten benötigen je nach Typ unterschiedliche Gebäude, um herbeigerufen werden zu können. Folgt mir! Sofort. Außer den erforderlichen Rohstoffen benötigen Sie je nach Rasse eine Schmiede für Stahlwaffen und Metallrüstungen, eine Waffenwerkstatt für Holzwaffen und Lederrüstungen oder ein Magiegebäude für Einheiten mit magischen Fähigkeiten. Einige Einheiten benötigen weitere Spezialgebäude. Sie finden entsprechende Hinweise jeweils im Hilfefenster. Vorsicht! Sie sind hier! Vorwärts! Bleibt standhaft! Und wir sind auch gleich beim Portal. Folgt Diese mir. Kleine Runde hier. Vorwärts! Einige seltene Waffen verfügen über Zaubereffekte. Diese Effekte können nicht gezielt ausgelöst werden. Sie entfesseln ihre Kraft im Kampf in zufälligen Zeitabständen. Es sind dabei sehr unterschiedliche Effekte möglich. Zum Beispiel gibt es Waffen mit zusätzlichem Feuereffekt oder andere, die dem Feind Lebenskräfte entziehen und dem Besitzer hinzufügen. Erwarte Befehle. Vorsicht, Sie sind hier! Dazu mal ein bisschen. In Spellforce kann man sein Gold sparen. Man findet fast alles, was man braucht. Die Händler haben verdammt hohe Preise. Vorsicht, Gegner! Was sich soweit nicht lohnt. Ein Kontakt! Ein Kontakt! Schnell! Also nicht, wenn man etwas Nettes sieht beim Händler, sofort alles zusammenkratzen, um den Gegenstand zu kriegen. Und los! Ja, kurz oder lang kommt man sowieso dran. Bleibt standhaft! Und los! Mir nach! So, vorwärts. Und jetzt können wir den Prolog beenden. So, dann... Ja, wahrscheinlich beende ich das Video genau jetzt. Nein, ich speichere. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, wenn ich durch das Portal gegangen bin. Ciao, ciao, Leute. Bis dann.